Hallo Leute, hier ist der Jens und ich habe heute zu Besuch den Ludolf. Moin. Hi. Ja. Der kam mit dem Motorrad hierher, Wetter war geil, sagt er. Jo. Und der Plan ist heute, eine Kampagne zu starten und zwar für Chain of Command und zwar Rendezvous with Destiny. Und dabei geht es um die Kämpfe um Carentan. Das treibt mich ja schon eine ganze Weile um für die Leute, die sich so ein bisschen mit dem Kanal beschäftigen. Und jetzt machen wir eben die Chain of Command Kampagne dazu. Ja, wie ihr sehen könnt, ist da ein bisschen weniger Gelände als bei meinen Bolt Action Spielen. Und das ist einfach die freie Pläne vor der dominierenden Farm. Und die wird der Ludolf versuchen, platt zu machen. Also die Farm erobern und durchbrechen. Ja, durchbrechen. Überqueren. Genau, überqueren die freie Pläne gegen konzentriertes Maschinengewehrfeuer. Wenn ich das hinkriege, sonst nicht. Was haben wir an Gebäuden? Wir haben ein Nebengebäude, das ist aus Stein, gibt also Hardcover. Wir haben das Farmgebäude selbst, gibt auch Hardcover. Diese Hecken sind sehr, sehr dicht, so ein guter norddeutscher Knick, nur halt in der Normandie. Wenn man dran ist, kann man durchgucken und sonst kann man halt nur 2 Zoll hindurch sehen. Sollte man dran sein, hat man 360 Grad leichte Deckung, weil man halt sich tatsächlich so ein bisschen im Knick aufhalten muss. Diese ganzen Bäume sind Orchard, also so Obstplantage. An diesem Ende geben sie leichte Deckung. Diese 4 sind nur für die Optik. Na, Mission ist the probe, das heißt, von da drüben kommen die Amerikaner. Und haben auch ein paar freie Bewegungen. Und irgendwo hier platziere ich meine 4 Marker. Und dann ja, schauen wir, was die Patrol Phase bringt. Ich werde nochmal würfeln für meine Force Moral. Meine Force Moral ist bei, was ist das, eine 3 ist bei 9. Kannst du auch einmal für dich würfeln. Du hast ja auch die mit den Adlern, kannst du sonst nehmen. Du hast auch 9. Ja. Ja. So, dann ist das schon mal geklärt. Gut, und dann platziere ich meine Marker. Denn, ah, nee, kannst, ne, was, wie viele freie Bewegungen du hast, das machen wir gleich erst. Genau. Ich muss erstmal meine Marker platzieren. Ja, hier ist der Fallschirmjägerzug, den ich für das heutige Spiel habe. Angeführt wird der ganze Kram von Unteroffizier Jan Peter. Ist einer von meinen Patreons. Der hat das Kommando. Und dann haben wir neben ihm ein Panzerschreckteam. Und dann habe ich 3 identische Infanteriegruppen, jeweils mit einem Obergefreiten, mit Maschinenpistole, 2 MG42 mit jeweils 3 Mann Crew. Und das eine Team hat einen Gewehrschützen und das andere Team hat einen Gewehrschützen und einen mit einer Maschinenpistole. So, und weil ich 3 meiner deutschen Patreons als Zugführer habe, bleiben halt nur 2 Gruppenführer von meinen Patreons. Das heißt, ich habe hier in Rot Horst Müller, der ist dem ersten Zug zugeteilt. Der Gruppenführer hier mit dem grauen Ring hat keinen Namen. In echt wäre es Burkhard Schanz. Na, also, ich habe hier so eine Liste von den Leuten, die hier tatsächlich gekämpft haben. Und da hinten mit dem Grün, das wäre Clemens Herschel. So, aber auf der anderen Seite, das könntet auch ihr sein, wenn ihr mich bei Patreon unterstützen wollt. Ja, das ist der Zug, der heute verteidigen soll. 2 Supportpunkte habe ich. Und was es dafür gibt, muss ich gleich noch aufschreiben. Ja, hier ist der amerikanische Zug. Die Amerikaner kriegen ja für jedes Spiel einen neuen. Und der besteht aus einem Lieutenant, der führt das Ganze an. In diesem Fall Jonathan Peterson. Dann haben wir hier einen Platoon Sergeant. Jonathan hat einen Carbine, der Platoon Sergeant eine Thompson. Die haben bei sich ein Bazooka-Team. Und dann gibt es 2 identische Infanterie-Squads und einen leichten Mörser-Squad. Der besteht aus 5 Mann und die haben eben diesen leichten 60mm Mörser bei sich. Und die beiden Infanterie-Squads sehen immer so aus. Wir haben einen Junior Leader mit Thompson. Dann haben wir ein 8-Mann-Rifle-Team und ein 3-Mann
LMG-Team. Ja, das ist die Zusammenstellung hier. Diese Gruppe wird angeführt von Holy Fred. Und hier drüben eben auch 8 Riflemen, der Junior Leader mit Thompson. Ah, hier fehlt noch ein Gewehrschütze, aber den stelle ich gleich dazu. Nur so habt ihr eine grobe Vorstellung davon. Das hier ist übrigens Thomas Smith, der die zweite Gruppe anführt. Yo, das ist das amerikanische Fallschirmjäger-Platoon für diese Kampagne. So, nachdem ihr die Armeen gesehen habt, ich habe hier einen Patrolmarker liegen, einen hier am Weg, einen neben dem Haus und auch einen hier an der Hecke. Und der Ludolf macht das da hinten. Genau, damit ich hier, weil du hattest gesagt, hier gibt es leichte Deckung. Ja, genau. Das Haus hat hier keine Fenster. Richtig. Als ich so rankommen wollte, dass du mich nicht aus dem Haus heraus beschießt. Ja, cool. Ich gebe mir die beste Chance auf der linken Seite und ja, kriege noch die W3 plus 1, freie Bewegung. Ich nehme. Du nimmst einfach mal 4. Jawohl. Die kannst du machen. Mhm. Und erst danach würfeln wir, wer die erste Bewegung in der Patrol Phase hat. Gut, das wird jetzt nicht schwer. 3. Genau. Und ein weiter. 4. So. Sehr cool. Und dann können wir jetzt würfeln, wer die erste Bewegung hat, weil wir die gleiche Force-Moral haben. Ich habe eine 4. Du eine 5. Das heißt, du hast noch eine Bewegung. Und dann beginnt jetzt die Patrol-Phase. Jo. Mit nahezu 5 freien Bewegungen hat Ludolf es natürlich hinbekommen, dass er seine Jump-Off-Points diesseits der Hecke hat. Die Patrol-Marker da mehr oder weniger ein schönes Rechteck gebaut. Und es sind 2 auf dieser Seite der Hecke und einer da an der Spielfeldkante. Ja, ich konnte den Durchgang selbst konnte ich abschneiden. Ich habe dann einen Jump-Off-Point hier, einen hier im Gebäude und einen ganz, ganz weit hier drüben, hier hinter der Hecke. Ja, wer weiß, wie nützlich der ist. Und bei gleicher Force-Moral dürfen wir, glaube ich, wer die erste Phase hat. Ja, oh. Ja, dann würfeln wir nochmal. 3. Du gut. Hast die erste Phase im Spiel. Wir suchen uns jetzt beide noch ein bisschen Support aus. Genau. Und dann kommen wir wieder, wenn gewürfelt wird. So, ich habe meine Sachen gemacht. Ja. Für mich war die Wahl relativ einfach. Mit 2 Punkten. Ja, ich habe meine auch gemacht. Genau, aber ich weiß es nicht. Und Ludolf weiß es auch nicht. Und jetzt darf er für Runde 1 würfeln. 4-4, das hört sich doch schon mal sehr gut an hier. 3-3-1, du kannst tatsächlich alles benutzen. Das wird gut. Das wird richtig gut. Jo, dann viel Spaß. Jo. So, Haufen Amerikaner sind aufgetaucht, so wie aus dem Nichts. Was hast du gemacht? Ich fing an mit meinem MMG-Trupp, ja, meinen Support. Den wollte ich trotzdem reinnehmen, auch wenn ich hier schon an der Hecke dran war. Ja. Einfach, weil der hier meinen Rücken deckt. Genau. Habe ich extra so platziert. Er hatte hier noch einen Jump-Off-Point gehabt. Das heißt, er könnte hier an der Hecke, hier um Haus oder halt da von der Hecke. Yep. Und dementsprechend, sollte er hier irgendwas platzieren, bin ich bereit. Genau. Und dann meine... Hast du platziert... den, genau. Genau, das ist Thomas Smith. Du hast den Ring um den anderen SMG-Schützen gebaut. Oh. Ach so, um den anderen SMG-Schützen. Ja, hier vorne, das ist Thomas Smith. Der kriegt den blauen Ring mit seiner Gruppe. Die sind in Overwatch gegangen. Genau. In Erwartung eines deutschen Fallschirmjäger-Trupps sozusagen. Und geben auch die Deckung für diesen Trupp, der ja, genau, gekommen ist. Ja, und das ist ja die Gruppe von Holy Fred. Genau. Und dann hast du den Zugführer noch mitgebracht. Der hat noch hier den Overwatch-Befehl gegeben. Genau. Und den Lieutenant Colonel Cole, der hier den Bajonettangriff geführt hat, den hast du auch schon auf dem Feld. Ganz genau. Damit bleibt noch in meiner Reserve noch mein stellvertretender Zugführer. Ja, genau, der Platoon Sergeant, die Bazooka und der leichte Mörser. Genau. Sehr cool. Die Option habe ich natürlich immer noch hier zu platzieren. Richtig. So, und dann, was hatte ich gesagt, ich brauche 3 Sechsen? Genau. Habe ich nicht. Aber ist trotzdem kein schlechter Wurf. Bei den Deutschen ist die 1 sogar gar nicht ganz verkehrt. Ja, mal gucken, was ich damit anstellen kann.
Ja, ich habe hier die Gruppe vom Obergefreiten Clemens aufs Feld gebracht. Und die werden von hier da hinten auf das MMG schießen. Und ich habe geguckt, das Rifle-Team von Thomas Smith ist ja innerhalb von 2 Zoll zur Hecke. Das heißt, du hast 2 Teams, wo du verteilen kannst. Mhm. Und ich brauche 5 und 6 mit 2 Maschinengewehren und 2 zusätzlichen Rifeln. Ich mache den nochmal. Und dann habe ich schon... Ich habe 6 Treffer gemacht. 6? Jo. 3 und 3. Ja. Machen wir erstmal... Alles in Softcover. Softcover. Ja, dann... Okay. Das ist MMG. Das ist 1 Punkt Schock. Das ist sehr angenehm. Mhm. Und Nummer 3. 2 Punkte Schock. Damit kommt es auch noch klar. Das denke ich mir. Also ja, nur für das Rifle-Team. Oh, willst du zurückschießen mit deinem MMG? Ja. Gut, dann hast du 10 Würfel zurück. 3, 6, 10. Genau. Na, auch ab der 5. Oh, 3 Stück. So. 4. 4. So, dann 2 für dieses Team. Hm. Es ist 1 Punkt Schock. Gib doch gerne. Und 2 für das andere Team. Da ist es auch 1 Punkt Schock. Ja. Reicht noch nicht aus, um deine Feuerkraft zu schwächen. Ah, nee, mit Sicherheit nicht. Und jetzt alles oder nichts. Alles oder nichts. Ich glaube, es wird alles. Ich meine, spätestens 2 Runden bin ich hier durch. Ja, und ja. Wenn. Ja, ja. Aber ich muss. Darum. Ich glaube, ich muss. Mal schauen. So, hier ist die Gruppe von Horst Müller. Und ja, die Gruppe von Thomas Smith ist direkt vorne, innerhalb von 18. Und Horst kann sogar Maschinengewehr befehlen. Ich habe also jede Menge Würfel, die ab der 4 treffen. Weil hier an dem Ende haben wir gesagt, die Bäume geben nichts. Ja, und dann nur die Jungs im Offenen. Ich nehme mal das weg, was nix ist. Huiuiui. So, und dann haben wir, das sind 6, 10, 12 Treffer. Ja. 12 Treffer auf 2 Teams. 6 Stück. Na? Na, für die Jungs hier? Nein, auf 2 Teams. Die schießen nur im Offenen. Die sind Tactical, die sind Soft Cover. Du hast also nur... Das Rifle-Team und das MG-Team. Ach so, Teams. Genau. Ja, dann ein Rifle-Team. Genau. Legen die mal weg. Richtig. Das sind 2 Kill und 3 Punkte Schock. Mhm. Ja, und das MG-Team. 1 Kill, 2 Punkte Schock. Ja. Ja, dann darfst du würfeln, ob es ein Leader ist. Ab der 4 ist es einer. Welcher von den 3? Nee, der dahin kann es nicht sein. Du hast also nur den Zugführer oder Thomas Smith. Mensch. Ja, es ist Thomas Smith. Ja. Und was passiert, Thomas? Ah, Thomas kriegt nur eine Fleischwunde. Da kannst du also relativ gut mit um. Dann darfst du dir aussuchen, welcher Kill du verlierst. Mhm. Na, also wo du auf den Kill verzichten möchtest und dann bekommst du Schock und dann darfst du zurückschießen. Ja. So, hier Verluste sind entfernt, aber nur einer aus dem Rifle-Team ist gestorben. Ja. So, und abzüglich des ganzen Schocks bleiben 7 Schuss vom Maschinengewehr in die Gruppe von Horst. Ja. Oh, und ich sehe 5 Treffer. Nicht schlecht geschossen, Jungs. Ja, genau. Auf welche Gruppe möchtest du mehr Treffer haben? Auf die mit der zweiten Maschinenpistole oder welches Team? Ich habe hier ein Team mit einer Maschinenpistole drin und sonst sind die beiden... Dann nehme ich das Team mit der Maschinenpistole. Okay, da gehen also 3 Treffer drauf. Da ist es nichts. Und das andere MG-Team ist 1 Punkt Schock. Das ist nicht ganz so viel. Nee, das ist nicht so viel.
So, dann kommt Jan mit Burkhardt noch aufs Feld. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr Schaden anrichten können. Jo. Jo. Und die zweite Welle, Fallschirmjäger, ist aufgetaucht. Und zwar ist das Burkhardt mit seiner Gruppe und Jan Pitter. Da hinten weist das Maschinengewehr ein. Und ich habe zwei Gewehrschützen mit dem Fallschirmjägergewehr 42 ersetzt. So komme ich auf all diese Würfel, die ab der 4 treffen. Ja. Und ich erlaube dem Ludolf, dass er das da komplett aufteilen darf. Auf alles, was ich da sehen kann. In der Hoffnung, dass möglichst viel Schock entsteht. Ja. Und er doch nicht nur, also in Runde 2 sozusagen gewinnt, sondern vielleicht Runde 5 oder 6 braucht. Vielleicht kriegt er auch so viel eingeschenkt, dass das ja, lässt. Davon. Ja, wer weiß das schon. Ich nehme mal weg, was nix ist. Mhm. Ja. Geht. Ich würde sagen, das ist durchschnittlich. Das denke ich auch. Das sind 10 nicht. 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ja. 15 und du hast 3 Gruppen. 4 Gruppen. 4 Teams, so rum. 14, 15. Genau. Und da ich das hier freilasse, also ich... Ich muss halt leicht wenden aufteilen. Ja, genau. Also ich hätte jetzt natürlich sagen können, nur die im Offenen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass die Jungs, die Tactical sind, auch Schock bekommen. So, und dadurch lasse ich Ludolf jetzt die Wahl, wie er das verteilen möchte. So. Und ja, den Überzähligen, die darfst du jetzt verteilen, wie du willst. Weil du hast die Wahl. Genau. Ja. Ich sehe schon überall 3. Ja, das muss ich ja. Ja, genau. Da kommst du nicht umhin. Hier. Genau, für die Gewehrschützen. Die haben nur noch 2 Mann, richtig? Die haben nur noch 2 Mann. Das ist natürlich unpraktisch. Ich muss das aber jetzt auch halbwegs gleichmäßig weit aufteilen. Ich kann jetzt ja, nicht genau. Du musst geben. Halbwegs weiter auf gerade fair aufteilen. Die anderen Gewehrschützen. Und das MG-Team. Gut, dann brauchst du jetzt noch einen Würfel, weil du hast ja... Da, nee, das können wir auch, lass uns ansonsten nachher machen für Thomas Smith. Die Force Moral. Ja. Ich habe ja gedacht, vielleicht kommt noch einer dazu. Okay. Dann könntest du 2-mal würfeln. So, wo willst du anfangen? Wir fangen Rifle Team. Bei Thomas an. So, das Rifle Team. Na, das sind 1 toter, 3 Punkte Schock. Ah. Na. Okay. Das MG Team. 2 Tote und 1 Punkt Schock. Na, das wissen wir noch nicht. Also du kannst eigentlich den auch stehen lassen, weil du kannst ja dann über Leader. Mhm. Na? So, das MG-Team mit Softcover. Nichts. Nix. Und dann hast du noch das Rifle-Team. Es ist 1 Punkt Schock. Ja. Gut, und dann musst du würfeln für den Leader. Bei 3 Kills. Ja. Na? Ist es wieder ab der 4 bist du safe. Formulieren wir so rum. Jo, diesmal kein Leader. Gut, dann kann ich jetzt die Toten mitnehmen. Dann ist das MG-Team weg und mit ihm der Schock. Ganz genau. So, dann kriegst du da nur noch 3 Punkte Schock dazu. 2, ich hole mal noch ein bisschen. Genau. Und dann musst du einmal würfeln für Team Wiped Out und einmal für Junior Leader Wounded in der vorherigen Runde. So. Und für euch noch ein Schock. Genau. Gut. Dann würfeln wir doch mal. Ja, für was würfelt ihr zuerst? Für den Junior Leader. Okay. Der braucht zuerst. Thomas Smith interessiert sich keine Sau dafür. Ja, Thomas. Ja, ist nur eine Fleischwunde. Okay. Hat er gut versteckt. Und das Team. Ah, das ist auch nix. Cool. Dann bleibst du bei Force Moral 9. Dabei ist das. Ja. Und ich bin durch. Sehr gut, dann darf ich schon mal würfeln und überlegen, was wir machen. Ja, das kannst du tun. Sagen wir gleich hier. Ja. Nimm die 5 Würfel und dann. 2 Vieren und 2 Einsen. Das ist sehr gut, genau so in etwa wollte ich das haben. Ja, mal gucken, was du draus machst. So, der leichte Mörser ist reingekommen. Genau, mit der 1. Genau, mit dem 60mm Mörser. Ist ja kein Problem, du hast ja draußen noch einen Platoon Sergeant. Genau. Der kann also sehr gut sagen, wo die hin sollen. Genau. Alles easy. Mit was willst du zuerst schießen? Mit dem Mörser dann? Da die nichts anderes sehen, fange ich mit denen tatsächlich an. Okay, dann hast du 10 Schuss auf die 5 für die Gruppe dort. Genau. 5 und 10. Ja.
Einer, zwei. Na? Zwei Stück. Und dann einmal für die Gruppe ist es ein Kill und für die andere nix. Ist es einer? Nein. Ich nehme also einen Gewehrschützen raus. Der erste Verlust ist auf deiner Seite. Ja, der erste Verlust auf meiner Seite. Gut, jetzt habe ich seine Züge schon mal dezimiert. Noch musst du gewinnen. Ja. Jetzt ist die Überlegung, gib mir mal noch ein bisschen, ob ich mit denen... Auf die 5 da? Auf die 5 oder auf die 4 da reinschieße. Ich glaube, ich schieße auf die, weißt du was, komm. Genau, ich schieße drei Würfel. Auf die 4 in deine Hecke hinten. Alle. Jo. Minus auf Deckung. Ja, genau. 3 Stück. Dann machen wir 2 hier. Ein Kill. Und bei dem anderen 1 Punkt Schock. Und ist der Leader. Er kippt um. Auch nicht schlecht. Ja. So, wie finden meine Jungs das? Das interessiert keine Sau. Ja. Okay. Und hier muss ich ein bisschen überlegen, wie ich die Leute genau bewege. War es ja 2 Vieren. Genau. Um irgendwas zu bewerkstelligen hier. Mhm. So, was ist der Plan? Mein Plan ist... Die komplette Sektion hier. Ja, Lieutenant Colonel Cole kommt mit. Genau, und befiehlt das Ganze. Ich gehe 2-6 nach vorne, ja, um in halber Reichweite zu schießen. Ich glaube nicht, dass ich mit die 15 erreiche. Gut. Also könnte man, aber dann verliere ich sehr viel Schuss und. Genau, wir gehen die Tactical weg, den Pinmarker weg, dann kannst du 2W6. So, dann hat er 2 Initiativen verbraucht. Und du gehst 7 Zoll. Das ist schon mal die Hälfte der Strecke, die ich brauchte. Richtig. Jetzt teilen wir uns ein bisschen auf, dass ich hier... Genau, du musst ja alle mit E die 7 nach vorne laufen, das heißt so viel. Aber die restlichen Leute können halt zumindest zum Teil schießen, das ist schon mal gut. Na? Genau. Jo. Und dann hat Cole noch einen und dann wolltest du hier noch einen Punkt Schock wegnehmen. Genau. Und dann hast du gleich deinen Beschuss. Genau. Ja? Super, dann sind wir gleich wieder da. Ja, Würfel sind schon platziert. Jetzt kannst du würfeln für den Beschuss. Genau. Ja. Wir haben die 4 Gewehrschützen der Würfel abgezogen. Richtig. Ja. Fangen wir mit dem MG an. Genau. Ab der 4. Wow, 4 Stück. Nimm das. Ich habe 4 Gruppen, also 4 Teams eigentlich. Hm. Stimmt, stehen ja alle auf dem Haufen. Genau. Hier vorne, 1 Punkt Schock. Da hinten an der Hecke, nix. Das am Jump-Off-Point, nix. Und da hinten an der Hecke, nix. Okay. Und dann hast du noch 2 Gewehre. Einzeln wiederholen. Einer. Ist ein Treffer. Ich bin im Offenen, du entscheidest. Ich nehme den Trupp, der hier den Schock hat. Es ist ein Kill. Aber kein Leader. Hm. Dann kann ich hier den wegnehmen. Okay. Gut. Ja, dann bleiben dir 3 Punkte... Kommando-Initiative. Bleiben wir noch einmal Schockerbauen. Okay. Und dann war's das. Dann bist du durch. Ja. Okay. Aber ich habe jetzt insgesamt kassiert 2 Verluste. Ich habe ein paar mehr. Ja, aber du kriegst jede Runde einen neuen Zug. Ich muss mir also erstmal überlegen, ob ich tatsächlich würfeln möchte. Ich glaube, ich muss würfeln. Ich glaube, ich werde nicht umhinkommen. Ich muss würfeln. Oh, das ist natürlich gut für mich. Das ist gut 4. Für dich. Eine 4, aber das bringt, glaube ich, trotzdem ein bisschen was. Oder die Einsen. Oder die Einsen. Hast du ja noch MGs. Ich habe eigentlich hier noch MGs. Ich guck mal, was ich da draus genau baue. Ja, hier vorne die Gruppe von, das war jetzt, glaube ich, Burkhardt. Ja, der vorne stand. Das war Burkhardt. Hoffe ich. Ja, Burkhardt Schranz oder so heißt er. Wo der Jan-Peter mit drinne steht. Die Gruppe wird einfach das Feuer öffnen auf die Amerikaner hier. Und zwar mit all diesen Würfeln treffen auf die 4. Und ich brauche einen guten Wurf. Denn die Force-Moral beim Amerikaner muss in den Keller. Damit du deine Verluste minimieren kannst. Damit ich meine Verluste wieder kriege. Mal schauen. Na, der war nicht gut. Aber vielleicht machst du den ja noch besser. Das 8. Ist möglich.
8 für 3 Teams. 8 für 3 Teams. Gut. 2-2-2. Und dann... Genau, du bist aber im Offenen. Dann möchte ich gerne, dass das MG-Team da noch einen kriegt. Und dann möchte ich, dass das Team noch einen kriegt. Okay, fangen wir gleich an. Jawohl. Im Offenen. Ein Kill. Ja. Nix. Nix ist gut für mich. Das ist sehr gut für dich. Ein Kill und ein Punkt Schock. Ja. So, jetzt, wen hat's erwischt? Ja, genau. Du musst hier hinten einmal würfeln für das Team. Da ist es nur der normale Mann. Ich nehme an, du willst das SMG behalten. Du würdest also ein Rifle-Team ein Rifleman rausnehmen, oder was willst du? Ich wollte die SMGs haben, damit ich irgendwann vielleicht mit dem Nahkampf, aber ich glaube, das bringt mir nicht mehr so viel. Genau. Auf wie viel Zoll konnte der schießen? Auf 12. So viel komme ich nicht mehr. Ja, dann nimmst du halt das SMG raus. Ich nehme ihn tatsächlich raus. Hm. Und dann hast du hier vorne das MG-Team. Da musst du auch einmal für würfeln. Wegen Leader. Ja, kein Leader. Ist also der. Und dann kriegst du ja auch noch einen Punkt Schock. Ja. Gut, das war natürlich eher schlecht. Schock. Das war schlecht. Dann bleiben mir 2 Einsen. Und dann das MG-Team werde ich 1W6 hierher schicken. Und dann können sie mit halber Effektivität noch schießen. 2 Zoll. Mal gucken, ob ich da irgendwas hinkriege. Und dann kann ich da drüben noch mit einem MG schießen auf dein MMG. Und das sind dann 8 Würfel. Treffen auf die 5. 2. Also 1 und 1. 1 für den Mörser, 1 für den... Das ist ein Punkt Schock. Das ist ein Kill. Ja, und du bist weiter als 4 von deinem Lieutenant weg. Und dann... Gerade so. Kann er das auch nicht werden. Gut. Und dann bewege ich hier noch und dann gucke ich, ob ich schießen kann. Da ich hier auch noch einen Punkt Schock habe, bringt der eine Zoll, den ich dann mich bewegen kann, gar nichts. Und dann darfst du deine Würfel in die Hand nehmen und würfeln. So. Das war eine gute Runde für mich. Mhm. Also, deine Runde war gut für mich. Ja. Die Einsen, schlechter werden können. Die Einsen sind wieder gut, um nochmal ein bisschen Schaden zu machen, bevor ich weiter renne. Ja, die 5 bringt mir leider nichts, aber die Gruppe könnte ich als Ganzes noch bewegen, weil ich sie nicht aufgetrennt habe. Richtig. Und noch einen Chain of Command Punkt. Genau, den drehe ich dir trotzdem hin. Ja. Und dann kannst du gleich deine Sachen machen. Okay. Gut, nach kurzem Überlegen, er hat leider nicht mehr so viel in die Kommandolinie. Ja, genau. Darum ist das Basteln deutlich klüger. Genau, vor allem, wenn man den Lieutenant Colonel Cole genau hier dabei hat. Mit 4 Initiativen. Mit 4 Initiativen und 12 Reichweite. Das ist einfach Wahnsinn. Genau. Wir beginnen auch hier, weil ich erstmal Schaden machen möchte. Ja. Er hat 3 Stück. Ja. Wenn ich mit denen schieße, 10 Schuss minus... 1. Wenn ich einen abbaue, voll. Ja. Dadurch, dass die eh nicht mehr allzu effektiv schießen und ich seine Kommandoinitiative sonst auch nicht brauche, außer vielleicht um Stress abzubauen, aber ich möchte ja diese Runde gewinnen und noch genau Schaden machen, nehme ich einfach einen Schock weg. Und dann hast du 10 und 3. Genau. Und dann benutzt er seine restlichen Kommandoinitiativen zum Feuert. Jawohl. Dann haben wir einmal das MMG auf deinen Trupp in der Hecke. Jawohl. Ich auf sehe die 4. Stimmt, in der Hecke auch noch. Ja. Yep. Genau. 4 mal mit minus nichts. Genau, dann sind das 2 nach da. Da ist es eine 5, das ist ein Punkt Schock. Und 2 in das Team. Es ist ein Kill und ein Punkt Schock. Und, also kann kein Leader sein, weil er liegt schon am Boden. Rein regeltechnisch könnte es zwar einer sein, aber wir spielen das einfach nicht so. Weil der ist natürlich verdeckt und hampelt nicht rum und deshalb kriegt er mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit irgendwelche Treffer. Dann kommt der Mörser. Jawohl. In dasselbe Team. Ja, ab der 4. 2 Stück? Ja. Da hast du dann wieder 1 und 1. Minus auf Deckung? Ja, genau. Aber es ist trotzdem halt nur 1 und 1. Da einer. Nix. Und das andere Ende auch nix. 2 Einsen habe ich für gewürfelt. Okay. Jetzt haben wir 4 Kommandoinitiativen hier. Richtig. Einmal den Schocker bauen. Ja, genau. Habe ich noch 3. Dann hast du noch 3. Lass mal die mal kurz liegen. So. Ich brauche eine, um ihn als Trupp. Als
Team oder als Gruppe? Als Team. Ja, genau. Den Befehl zu geben, richtig, hierhin zu laufen. Das heißt, mit 3 oder 2W6? Mit 3W6. Gut. Dann ist das. Dann hast du noch 2 Kommandoinitiativen. Genau. Eine wäre, sich zu bewegen, noch ein bisschen aufzufächern. Nein, das ist Marching Fire. Das verbraucht mindestens 2. Ja. Und dann darfst du mit voller Effektivität schießen. Aber die habe ich ja. Ich habe ja 3 Stück. Eine für den. Genau. Und dann hast du jetzt noch 2. Genau. Für dies. Richtig. Das ist Marching Fire. Dann kannst du entweder 1W6 mit voller Effektivität, yep, oder 2W6 mit halber Effektivität. Ich nehme 1W6. Gut. 1 Zoll. Gut, dann werde ich da jetzt vielleicht noch einen Mann mehr zum Schießen kriegen und dann war es das sowieso. Ja, genau. Gut, dann schießen wir jetzt nochmal mit denen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Schuss. Denk dran, 1 wiederholen. Nimm ich. Und dann treffen wir mit allen. Ja, mit allen. Wo soll der 5. hin? Ich glaube, das spielt kaum eine Rolle. Wir bleiben bei dem Team hier vorne. Okay, das heißt, die kriegen 2. Ich fange da hinten an der Hecke an. Hier vorne auf dem Jump-Off-Point ist es ein Punkt Schock. Lege ich mir die 3 einfach mal hin. Ich habe den. Und du hattest noch welche, gut. Da an der Hecke nix. Und dann hier vorne sind es jetzt 2. Es ist auch ein Punkt Schock. Den haben wir auch noch. So, dann muss ich gucken, ob es bei Horst jemand ist, der wichtig wäre. Nein. Okay. Dann gucken wir, ob wir das Spiel beenden können. Ja. Mit 3W6. Ja, du brauchst wahrscheinlich so eine 8 oder so. Hast du? Ja. Gut, dann gratuliere ich. Für die Linke. Na, du hast das Spiel gewonnen. Mhm. Die Nachbetrachtung machen wir gleich. Ja. Und dann geht's weiter mit Mission Nummer 2. Ja. So, wir haben noch die Nachbuchhaltung gemacht. Ja, ist wirklich so. War ja jetzt unsere erste Kampagne. Genau. Wir brauchen das ja auch, wenn wir nachher mit den Japanern, also wenn wir nach Saipan wollen, ist das natürlich jetzt ein ganz guter Probelauf. Einmal kannst du sehen, was die Amerikaner können und was sie nicht können. Das können sie beschossen werden. Ja, genau. Was hat sich bei dir geändert? Wegen dem beschossen werden, ja, habe ich mehr Leute verloren als du. Aber ja, genau. Es war ja in der Mission auch gar nicht anders zu machen, irgendwelche Leute nach vorne zu schicken. Richtig. Dementsprechend verlieren meine Männer so ein bisschen Moral. Okay. Minus 2. Ja, insgesamt. Also von plus 1 bist du runter auf jetzt minus 1. Genau. Da ich meinen Job aber erledigt habe, ja, erhalte ich CO-Unterstützung plus 1 und bin damit auf plus 2, was noch nichts macht, war vielleicht demnächst mal ein paar, ja, genau, cool, Sportpunkte ermöglicht. Ja. Und ebenfalls, weil ich die Mission bestanden habe und dann mit einer 6 bin ich von Happy-Zustand auf Secure. Genau, also den eigenen Outlook, so wie man sich selber gerade fühlt. Ne, sehr cool. Bei mir ist so, ich habe mich zurückgezogen, aber es war halt keine wilde Flucht. Deshalb hat sich da bei mir nichts geändert. Also mein CEO ist mit mir immer noch weder zufrieden noch sonst was. Ich bin halt einfach nur so sein Zugführer sozusagen oder sein Kompaniechef. Meine Man's Opinion, weil ich nur tatsächlich 4 Leute verloren habe, gegen die 7 bei den Amerikanern, sind meine Männer jetzt plus 3. Mhm. Ich kriege also plus 1 auf meinen Force-Moral-Roll, ja, für das nächste Spiel. Und selber bin ich von Content zu Thoughtful gewandert. Ich bin mir also nicht mehr ganz so sicher, ob das hier so eine geile Geschichte wird. Ja. Erster Zug mit Jan-Peter hat 2 permanente Verluste. Mhm. Und einen Mann, der das nächste Spiel verpasst, was jetzt nicht wichtig ist, weil Jan-Peter das nächste Spiel nicht bestreitet. Genau. Hast du noch genug Züge? Ja, genau. Ich habe noch 2 frische falsche Mega-Züge. Und mit einem davon werden wir hiernach gleich angreifen. Mhm. Ja? So, und wenn ihr auch so ein Gruppenführer oder Zugführer werden wollt, guckt bei mir auf der Patreon-Page nach und vielleicht bleibt ihr auch am Leben, wie es hier bei den meisten geklappt hat. Manchmal endet das auch böse. Ich wünsche euch was. Bis dann und tschüss.